In und an der Werfthalle kommen vom 11. bis 13. Mai Motorenfreunde auf ihre Kosten. Veranstalter Michael Schellberg steckt mitten in den Vorbereitungen. Es gibt immer wieder neue Attraktionen. Gestern Abend hat sich wieder Bud Spencer-Double angemeldet, der übers Fernsehen das mitbekommen hat. Also es ist unwahrscheinlich, wie sich jetzt schon auch über Facebook und die ganzen neuen Medien verteilt. Und man weiß nie, was noch kommt. Also wir haben jetzt noch 2,5, 3 Wochen. Und letztes Jahr war es so, dass eben eine Woche vorher noch wirklich noch Stars sich angemeldet haben oder irgendwelche VIP-Promis, die noch mitmachen möchten. Und ich bin gespannt. Auf jeden Fall kommen nicht nur Freunde von allem, was 2, 3 oder 4 Räder hat, auf ihre Kosten. Radio FIP sendet während der Motorentage live auf der UKW-Frequenz 89,0. Und wir von der Filsterwelle sind natürlich auch wieder mit dabei.